Gut, herzlich willkommen zu dem Talk, den ihr jetzt hier in diesem Slot hören werdet, nämlich was ich immer schon über Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen und Heimautomatisierung wissen wollte, aber erst im letzten Jahr gelernt habe. Das hier ist ein Erfahrungsbericht aus einem ungefähr einjährigen Lernprozess über Energie und Sonne und Home Assistant. Das ist kein Expertenvortrag, das soll auch keiner sein. Ich bin weder PV-Anlagen-Elektriker, noch Wärmepumpen-Installateur, noch bin ich Home Assistant-Entwickler. Das ist vielmehr mein persönlicher Erfahrungsbericht, der vielleicht anregt, sich mit einem oder anderem der Themen dann auch auseinanderzusetzen. Ich möchte noch was anmerken. Es sind manche der Themen, die ich hier bespreche, ein bisschen regional spezifisch. Also nicht alles das, was auf mich und meinen Wohnort zutrifft, trifft vielleicht unbedingt zu auf jemanden, der woanders wohnt. Aber vielleicht kann man doch das eine oder andere als Inspiration mitnehmen. Und dieser Vortrag und alle Vortragsinhalte sind KI-frei. Dieser Vortrag enthält ausschließlich biologische, menschliche, natürliche Intelligenz. So, worum geht's hier? Das ist ein Lageplan von dem Haus, in dem ich mit meiner Familie lebe. Das ist in Dreiskirchen im Bezirk Baden in Niederösterreich. Ich habe euch da so eine Kompassrose drauf gemacht, damit ihr ungefähr wisst, wie das Haus steht. Das Haus steht draufseitig, also der Dachfirst verläuft parallel zur Straße, zeigt so ungefähr nach Ost-Südost. Das ist ein altes Haus, es steht vermutlich seit 1908, definitiv aber seit 1914, weil aus 1914 gibt es ein datiertes Foto. Wir haben damals 2002 dieses Haus gekauft und generalsaniert. Wir haben damals auch eine neue Heizungsanlage eingebaut, damals noch gasbetrieben. Und wir haben damals auch ungefähr zwei Drittel des Hauses mit einer Fußbodenheizung versehen, der Rest hatte Radiatoren. Beim Kauf wussten wir bereits, das Dach auf dem Haus war damals ca. 30 Jahre alt, das Dach würde noch ungefähr 10 Jahre halten, das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder 10 Jahre her, wir haben also vor 10 Jahren das Dach erneuert und dabei dann auch nochmal den Dachboden ausgebaut, ebenfalls mit einer Fußbodenheizung ausgestattet und somit haben wir jetzt auf ca. 3/4 der Wohnfläche Fußbodenheizung. Und dieses Haus wurde bis September 2022 vollständig konventionell versorgt, das heißt also Strom aus dem Netz, Wärme aus Gas, mit auch noch zwei getrennten Heizkreisen und Warmwasseraufbereitung und da. Und eine Besonderheit muss man da vielleicht noch dazu sagen, weil die das später noch interessant wird. Dieses Haus befindet sich, wie gesagt, in Niederösterreich, ungefähr 20 Kilometer entfernt von der Wiener Stadtgrenze, wird aber trotzdem durch die Wiener Energieversorger versorgt, also Wien Energie und Wiener Netze. Das ist in einigen Gemeinden in der Thermenregion einfach so. Bedeutet unter anderem auch, dass wir lustigerweise keine Möglichkeit haben, zu einem Fernwärmeanschluss zu kommen. Weil das Fernwärmeheizkraftwerk ist zwar quasi in Sichtweite, aber das wird von der EVN betrieben und die EVN wird Dreiskirchen nicht erschließen, weil das halt Wien Energie und Wiener Netze Sache ist. So ein interessantes österreichisches Detail. Wir haben dann vor ungefähr zwei Jahren, 2022, die Umrüstung dieses Hauses auf eine Wärmepumpe in Angriff genommen. Das war damals motiviert einerseits durch den doch ziemlich rapid steigenden Gaspreis zu dem Zeitpunkt, andererseits auch durch verfügbare Förderungen. Und wir hatten damals bereits die Installation einer Photovoltaikanlage im Hinterkopf. Wir hatten das aber noch nicht geplant. Wir hatten eigentlich vor, das so innerhalb der folgenden zwei bis drei Jahre zu machen. Wir haben also im Winter 2022/23 und im Frühjahr 2023 diese Wärmepumpe auch ausschließlich mit Strom aus dem Netz betrieben. Und in der Zwischenzeit, so ungefähr im Jänner 2023, habe ich dann damit begonnen, mich mit Energiemessung und Visualisierung und Automation mit Home Assistant zu beschäftigen. Und im Sommer des letzten Jahres haben wir das Haus dann noch mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet. Und an ungefähr die Chronologie halte ich mich auch in dem Vortrag. Also mit Wärmepumpe geht's los und dann Energiemessung mit Home Assistant und dann Photovoltaik und zum Schluss dann nochmal Home Assistant mit Automation und Visualisierung. Mal ganz grundlegend betrachtet, was ist so eine Wärmepumpe oder was ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in dem Fall speziell? Luft-Wasser-Wärmepumpe funktioniert so, man zieht da außen Luftwärme über einen Wärmetauscher und man gibt diese Wärme an das Wasser im Heizkreislauf und an die Warmwasseraufbereitung im Haus ab. Und das Ding besteht aus einem Kompressor, einem Verflüssiger und einem Verdampfer und in einem Kreislauf fließt ein Kühlmittel, ganz ähnlich wie man das auch von einem Kühlschrank kennt. Dann brauchen wir noch Strom für den Antrieb von der Heizungspumpe und vom Kompressor. Aber der Witz an der Wärmepumpe ist jetzt der, dass ein Großteil der Energie für die benötigte Wärme im Haus aus der Wärme der Umgebungsluft kommt. Und wir müssen nur ungefähr ein Drittel der Energie mit Strom, also mit dem Strom für den Antrieb der beweglichen Teile, also eben Kompressor und diese Pumpen, zuführen. Das heißt,
3 Kilowattstunden Wärme kosten uns nur eine Kilowattstunde Strom. So circa, ungefähr. Das ändert sich übers Jahr, weil je wärmer es draußen ist, desto effizienter ist die Wärmepumpe. Aber der Punkt ist, wir produzieren mit der Wärmepumpe nicht nur kein Treibhausgas, was wir mit der Fossilgasverbrennung machen würden, sondern wir brauchen auch viel weniger Energie als beim Heizen mit fossilen Brennstoffen. Solche Luft-Wasser-Wärmepumpen gibt es grundsätzlich in 2 Bauarten. Die Variante einer Split-Wärmepumpe besteht aus letztendlich 2 Teilen. Man hat einen Verdampfer im Freien, man hat einen Verflüssiger im Haus und zwischen innen und außen fließt ein Kühlmittel. Also der Kühlmittelkreislauf geht vom Haus nach draußen. Und das Gegenstück dazu ist die Monoblock-Wärmepumpe. Da steht der Verdampfer und der Verflüssiger in einer baulichen Einheit im Freien. Das heißt, der Kühlkreislauf als solcher läuft ausschließlich in diesem Gerät, das in dem Wärmepumpengehäuse im Freien steht. Und das Wasser des Heizkreislaufs, das fließt zwischen Gebäudeinnerem und Wärmepumpengehäuse in einem Kreislauf hin und her. Was natürlich bedeutet, dass man das Wasser in isolierten Rohren oder Schläuchen außen dann transportiert. Unsere Wärmepumpe ist ein Monoblockgerät und die sorgt jetzt seit mehr als einem Jahr, 1,5 Jahren circa, dafür, dass bei uns im Winter warm und im Sommer kühl ist, weil kühlen kann man mit dem Ding praktischerweise auch. Das war mal unser erster Schritt. Hausumrüstung auf Wärmepumpe. Der nächste Punkt war dann, mal herauszufinden, wie nutzt unser Haus denn eigentlich Energie? Oder um genau zu sein, wie nutzt unser Haus Strom? Weil um Gas als Energielieferant oder als Energiequelle braucht man uns ja nicht mehr kümmern. Und ich hatte im Vorfeld mich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt und ich habe von einigen intelligenten Menschen gelernt, man sollte das wissen, wie der eigene Haushalt Energie nutzt und man sollte das nach Möglichkeit selber messen und sich nicht auf irgendwelche Erfahrungswerte von anderen stützen, sondern das selber rausfinden. Man will vor allem 3 Dinge wissen. Wie viel Strom verbrauchen wir pro Tag insgesamt und wie verteilt sich das übers Jahr? Also Punkt 1, wie viel verbrauchen wir pro Tag insgesamt? Punkt 2, wie entwickelt sich der Verbrauch übers Jahr? Und drittens auch, wie verteilt sich der Verbrauch auf einzelne Geräte im Haus, auf einzelne Stromabnehmer? Punkt 1 ist also mal rausfinden, wie viel Energie unser Haus pro Tag oder noch besser pro Stunde oder vielleicht pro Viertelstunde verbraucht. Und in einem Haus, das noch keine PV-Anlage hat, ist das ja grundsätzlich immer einfach, weil der Strom kommt ja nur auf einem Weg ins Haus oder aus einer Quelle ins Haus, nämlich aus dem Netz. Und das bedeutet, man kann ja seinen Smart Meter für diese Information anzapfen. Also das ist ein Smart Meter, wie er in Österreich relativ häufig verbaut wird. Das ist der Landis+ Gier E450, das ist ein Produkt aus der Schweiz. Sehr viele österreichische Energieversorger verbauen den, der ist auch in der Schweiz selber sehr verbreitet und auch in den Niederlanden. Sollte man ja also doch diese Information, was ist denn so mein Tagesverbrauch, das sollte man möglicherweise eigentlich ganz gut rauskriegen können. Dazu gibt es auch was, was man nutzen kann, nämlich diese Smart Meter, die müssen aufgrund einer, ich weiß nicht, gesetzlichen oder EU oder wie auch immer Richtlinie, eine Kundenschnittstelle ausweisen, wo man selber die Verbrauchsdaten auslesen kann. Die Idee ist wohl, man soll nicht ausschließlich auf den Energieversorger angewiesen sein und auf die Jahresabrechnung, um herauszufinden, wie viel Strom ich verbrauche. Also es muss diese Kundenschnittstellen geben. Und diesen Landis+ Gier E450 gibt es praktischerweise mit mehreren Kundenschnittstellen, also das ist quasi so modular aufgebaut. Da gibt es unter anderem eine, die funktioniert mit so einem RJ12-Stecker, also so einem amerikanischen Telefonstecker. Dafür gibt es auch fixfertige Hardwarelösungen, wie man das dann abgreifen kann. Das wäre einfach, das wäre simpel, das wäre standardisiert. Heißt natürlich, das geht in Österreich nicht oder zumindest nicht flächendeckend. Viele österreichische Energieversorger liefern diesen Smart Meter nämlich aus mit einer optischen Schnittstelle. Das ist das Ding, was hier jetzt hervorgehoben ist. Ausgenommen übrigens, man lebt im Burgenland. Das Netz Burgenland baut wohl den E450 mit der RJ12-Schnittstelle. Da hat man es dann leichter. Also das wäre eine Möglichkeit gewesen, sich die Daten also abzugreifen. Das macht man dann mit so einem Optokopf, dafür gibt es dann auch Hardwarelösungen, die sich Leute überlegt haben. Eine weitere ziemliche Low-Tech-Hardwarelösung wäre diese hier. Jeder dieser Smart Meter weist auch einen Pulszähler auf. Das ist letztendlich einfach eine kleine Blink-LED. Und die blinkt einmal pro verbrauchter Wattstunde, also 1000 Mal pro Kilowattstunde. Und den kann man grundsätzlich mit einer einfachen Fotodiode abgreifen. Dafür gibt es auch fertige Lösungen, zum Beispiel auf ESP-Home-Basis. Da gibt es ein Projekt, das nennt sich Open Energy Monitor. Da kann man sich so ein Ding bauen. Das pappt man dann auf das drauf und das übersetzt also diese Impulse dann in einen Zählwert.
Das wäre also Möglichkeit 2, wie ich mir Daten über meinen Stromverbrauch aus dem Smart Meter auslese. Und Möglichkeit 3 ist, man kann das Ganze auch direkt vom Energieversorger beziehen. Es klappt natürlich, wenn der Energieversorger diese Daten irgendwie online zur Verfügung stellt, auch über irgendein API. Und wenn ich das Ganze dann noch mit Home Assistant abfragen will, dann brauche ich dafür auch eine Home Assistant-Integration. Und von meinem Energieversorger, also wie gesagt Wiener Netze, gibt es glücklicherweise beides. Da gibt es das Smart Meter Webportal, das schaut so aus. Und dann gibt es eine Home Assistant-Integration mit dem schönen Namen WNSM. Ja, Wiener Netze Smart Meter, WNSM, die man dafür sehr schön verwenden kann. Und das war jetzt mal die Option, die ich vorläufig mal gewählt habe, weil es mit dem geringsten Aufwand möglich war, werde ich vielleicht irgendwann einmal noch umstellen. Aber das Wichtige ist, ich habe damit dann schon einmal recht gute Informationen rausbekommen, wie denn mein Stromverbrauch so tatsächlich ausschaut oder wie unser Stromverbrauch in unserem Haus so aussieht. Das hier ist zum Beispiel ein Überblick, das kommt jetzt aus dem Home Assistant Energy Dashboard, über den Stromverbrauch in unserem Haus im April 2023, also vor ziemlich genau einem Jahr. Da ist noch alles blau. In blau wird im Energy Dashboard dargestellt Strom, der aus dem Netz bezogen wird. Und man erkennt da ganz gut einen typischen Verlauf, so im April, da kann man sehr gut unterscheiden, weil natürlich ist logisch, in einem Wärmepumpenhaushalt ist die Wärmepumpe mit großem Abstand der größte Stromverbraucher, ausgenommen man hat auch ein Elektroauto, das man zu Hause lädt, das fahrt auch ganz gut rein, aber die Wärmepumpe hier erzeugt hier den Großteil der Last und man kann auch ganz gut erkennen den Unterschied zwischen Heiztagen, also hier am Beginn des Monats, 3. 4. April, das schlagt dann einmal relativ hoch raus, bis über 50 Kilowattstunden und im Vergleich dazu sind heizfreie Tage, die sind so gegen Monatsende, die sind dann so im Bereich von 15 bis 20 Kilowattstunden. So, Problem 1 gelöst. Wir kriegen mal halbwegs vernünftige Daten, auch über den Zeitverlauf von unserem allgemeinen Stromverbrauch. Problem 2, wie verteilt sich das Ganze auf einzelne Geräte und wie finde ich das raus? Und das kann man jetzt auf verschiedene Arten machen. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Dinge, die man dafür einsetzen kann. Ich sage jetzt ganz bewusst noch vorab, weil es speziell im Speaker Guide für die Konferenz drinnen stand, ich mache jetzt ein paar konkrete Erwähnungen einzelner Produkte, weil sich das nicht vermeiden lässt. Das soll aber absolut keine Werbung sein. Es gibt ganz, ganz viele derartige Produkte, man hat ganz viele Möglichkeiten. Es gibt auch relativ viele Optionen hier, die offene Firmware unterstützen. Wer sich für sowas interessiert, soll sich bitte das Tasmota-Projekt anschauen. Damit kann man dann eine offene Firmware auf solche Smart-Home-Geräte auch drauf flashen und ist dann noch einmal ein bisschen unabhängiger von Herstellern. Das ist auch eine ganz interessante Sache. Womit ich mal angefangen habe, waren Smart-Plugs. Zum Beispiel solche wie dieser da, das ist der Shelly Plug S, das ist einfach so ein Teil, das steckt man in die Steckdose und dann das Gerät, also alles, was halt irgendwie einen Schuko-Stecker hat, kann da einfach dran. Ich kann da bis zu 10 Ampere dran stecken, also Geräte bis 2300 Watt Nennleistung. Ein anderes Produkt, das man da machen kann, ist das Nu A1T. Das hat Tasmota schon vorgeflasht, auch ganz praktisch. Also nicht verwechseln übrigens mit Tasmota A1, das lässt sich nicht flashen. Tasmota A1T hat Tasmota vorgeflasht. Und diese Smart Plugs, die eignen sich für die Energiemessung oder Leistungsaufnahmemessung von so Geräten wie Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Gefrierschrank, Geschirrspüler, Mikrowelle, eventuell auch Backofen, wenn das thermisch möglich ist, wenn es thermisch kein Problem ist, hinterm Backofen. Praktischerweise sind diese Dinge normalerweise nicht nur Messgeräte, also ich kriege nicht nur raus, was wird hier tatsächlich für Leistungen aufgenommen, sondern auch Smart Switches. Das heißt, das lässt sich halt ein- und ausschalten, auch über ein API. Einfachste Möglichkeit, Kostenpunkt sind so ungefähr bei den 40 Euro pro Stück für diese Dinger, aber ist halt unglaublich praktisch, weil man kann sich halt einen oder zwei davon kaufen und man steckt das nacheinander auf unterschiedliche Geräte und misst da mal einen Tag durch und kriegt da wunderbare Übersicht darüber, was einzelne Geräte so verbrauchen. Wie gesagt, ich habe es letztendlich dann mit ganz vielen anderen Geräten auch gemacht, also Staubsauger, Haartrockner, weiß der Teufel, einfach um mal rauszufinden, was das Ding zieht. Man kann das Ganze noch ein bisschen komplexer machen. Also nächste Möglichkeit wäre Einbau von Schalt- und Messgeräten direkt in Unterputzsteckdosen.
Das ist ja zum Beispiel das Shelly Plus 1 PM. Die Dinge haben im Allgemeinen die gleiche Eignung wie Smart Plugs. Das heißt, genauso wie ich halt so einen Smart Plug in die Steckdose reinstecken kann, kann ich das Ding in die Steckdose einbauen. Das ist eben ein bisschen Aufwand, weil man jede Steckdose einmal anfassen muss, ist aber eine Arbeit, die man ohne weiteres selber machen kann. Also wenn man gelegentlich mal selber Steckdosen anschließt und dafür keinen Elektriker braucht, dann braucht man hierfür auch keinen Elektriker. Aber wie gesagt, ist logischerweise nicht so flexibel, weil ich meine, ich kann damit nicht einfach so von einer Steckdose zur anderen wandern. Nächste Eskalationsstufe wäre dann das hier, das sind Strommessgeräte mit Durchsteckwandlern. Das kommt in den Zählerkasten rein und dann gibt es diese drei Schellen, die kommen auf die drei Zuleitungen. Das ist also gedacht für dreiphasige Anschlüsse grundsätzlich. Das kann man einerseits verwenden als Messung für die Hauszuleitung, wenn man das möchte, aber auch für einzelne Geräte, die dreiphasig angeschlossen sind, wie zum Beispiel der Küchenherd oder auch die Wärmepumpe. Also das heißt, es geht dann bis 400 Volt Geräte rauf. Das wird eben, wie gesagt, eingebaut in den Zählerkasten. Das ist damit definitiv ein Fall für einen Elektriker. Das hat auch normalerweise keine Schaltmöglichkeit, sondern ist ein reines Messgerät. Das wäre auch wenig sinnvoll, weil wenn ich mal an meinem Herd oder an meiner Wärmepumpe irgendwo was rumzangeln muss und ich muss die deswegen ausschalten, dann will ich normalerweise auch physisch einen Schalter umlegen und mich nicht auf irgendein Home Assistant API oder so verlassen. Also zumindest, wenn ihr irgendwie so gewickelt seid wie ihr, wie ich. Und die letzte Eskalationsstufe wäre dann das hier, das wäre so quasi die High-End-Option, das sind dann tatsächlich Sicherungsautomaten mit Strommessung. Das heißt, also das ersetzt tatsächlich einen klassischen Leitungsschutzschalter im Zählerkasten, ist damit auch definitiv ein Auftrag für einen Elektriker, ist auch ziemlich teuer, ja, also da sind wir jenseits von 100 Euro pro Stück und ich weiß nicht, wenn ihr so 20 Sicherungsautomaten im Zählerkasten habt oder so, dann wird das schon relativ teuer. Halte ich auch nicht so für großartig notwendig. Stand heute ist auch, also bei mir ist tatsächlich das Einzige, was ich einsetze, sind diese Smart Plugs, obwohl ich ganz gern mal irgendwann den Durchsteckwandler für die Wärmepumpe hätte, aber anderes Thema. Und damit findet man jetzt ganz interessante Dinge raus und zum Teil auch durchaus überraschende Dinge, die man so vielleicht vorher nicht erwartet hätte. Also was kann man mit so einem ganz normalen Shelly Smart Plug denn rausfinden über das Verhalten und über den Energieverbrauch einzelner Geräte? Das da ist die Leistungsaufnahmekurve von einer Waschmaschine. Ja? Und das ist also ein Waschgang, der, weiß ich nicht, 2,5, 3 Stunden dauert. Und von dem, und so eine Waschmaschine hat dann typischerweise eine Nennleistung, eine Anschlussleistung von 2100 Watt, das steht auf dem Typenschild drauf. Und irgendwo in die Nähe von diesem Wert kommt sie aber nur für die ersten 15 Minuten. Nämlich dann, wenn sie Wasser aufheizt. Wasser aufheizen ist ein unglaublich energieintensiver Prozess. Danach fällt die Leistungsaufnahme einmal ganz rapid runter, weil das Drehen der Trommel, das braucht dann weniger als 100 Watt für den Rest des Waschgangs. Und nur ganz am Schluss, beim Schleudergang, kommt man dann noch einmal irgendwo so in den Bereich von 200 Watt drauf. Ja, also Wasser aufheizen ist richtig energieintensiv. Irgendwelche Elektromotoren betreiben, auch wenn da ziemlich viel Wäsche möglicherweise drinnen ist, ist dementsprechend verhältnismäßig minimal. Aber merken, Waschmaschine verhält sich wirklich so, zuerst einmal eine hohe Spitze und dann dümpelt es eigentlich so langsam vor sich hin. Im Vergleich dazu, so sieht die Leistungsaufnahmekurve von einem Wärmepumpen-Wäschetrockner aus. Dieses Gerät hat eine Spitzenleistung von 800 Watt, es gibt auch kleinere, die gehen dann nur bis 600 Watt drauf. Das heißt, die Maximalleistung, die maximale Leistungsaufnahme ist hier eine deutlich geringere. Aber dafür ziemlich durchgängig, es geht immer wieder auf diese 800 Watt drauf, was dazu führt, dass ein Wäschetrocknerdurchlauf im Gesamtenergieverbrauch, im Gesamtstromverbrauch ungefähr 50% mehr braucht als die Waschmaschine. Allerdings muss man da dazu sagen, wenn im Wäschetrockner halt weniger Wäsche drinnen ist, dann ist die Durchlaufzeit halt auch kürzer. Ja, während bei der Waschmaschine, die heizt halt einfach Wasser auf, das verbraucht unglaublich viel Energie. Jetzt gibt es bei ein paar Waschmaschinen so Eco-Programme, die dann je nachdem wie viel Wäsche drin ist, mehr oder weniger Wasser reinpumpen oder so, ist aber erfahrungsgemäß nicht wirklich ein Unterschied. Das hier ist die Leistungsaufnahmekurve eines Geschirrspülers. Ja, der fährt auch am Anfang einmal ganz gewaltig hoch. Warum? Weil er wiederum Wasser aufheizt. Wasser aufheizen ist richtig energieintensiv. Dann dümpelt er den ganzen Waschgang unten vor sich hin
Und ganz am Schluss heizt er dann wieder auf, um Geschirr zu trocknen. Ja, und Wärme zu produzieren ist auch ziemlich energieintensiv für den Geschirrspüler. Warum interessiert uns das? Warum interessiert uns dieser Verlauf überhaupt? Das wird später nochmal interessant, wenn wir uns mit dem effizienten Gebrauch von Strom aus der PV-Anlage und aus dem Stromspeicher auseinandersetzen. Daher sprechen wir jetzt mal ein bisschen über Photovoltaikanlagen. Eine PV-Anlage oder Photovoltaikanlage macht aus Licht Strom. Normalerweise Sonnenlicht. Und das verwendet halt einen Sonderfall des photoelektrischen Effekts, den photovoltaischen Effekt. Und funktioniert so: Licht fällt auf Solarzellen, das sind letztendlich Fotodioden, also eine Art Halbleiter. Die sind halt zu großen Paneelen zusammengefügt. Wenn Licht auf die Solarzelle drauf fällt, dann erzeugt die eine ganz kleine Menge Gleichstrom. Aber weil wir ganz, ganz viele derartige Solarzellen, die alle in Serie geschalten sind, in so einem Solarmodul haben, in einem Solarpanel haben, produzieren die alle gemeinsam eine ganz ordentliche Menge Gleichstrom. Nur mit dem Gleichstrom fangen wir natürlich noch nicht großartig viel an, weil die meisten Geräte im Haushalt mit Wechselstrom betrieben werden. Daher brauchen wir einen Wechselrichter, der uns aus dem Gleichstrom Wechselstrom macht. Das ist wunderschön, weil damit können wir dann einmal alle elektrischen Geräte in unserem Haus betreiben, sofern die Sonne scheint mit diesem Sonnenstrom. Damit wir unsere elektrischen Geräte auch dann mit Sonnenstrom betreiben können, wenn die Sonne mal nicht scheint, braucht man noch einen Stromspeicher. Oder ist es unter bestimmten Gesichtspunkten sinnvoll, einen Stromspeicher zu haben. Das ist letztendlich nichts anderes als eine Batterie, allerdings eine ziemlich große, also mir geht die ungefähr da so bis in Brusthöhe. Damit können wir Zeiten mit geringerer Insolation, mit geringerer Sonneneinstrahlung überbrücken. Ja, und dann, manchmal wird auch die Batterie leer, also der Stromspeicher auch leer, wenn die Sonne mal länger nicht scheint oder weil wir halt trotzdem weiter Strom verbrauchen. Und wenn wir dann noch mehr Strom brauchen, dann ziehen wir den einfach nach wie vor aus dem Stromnetz. Und dazu haben wir nach wie vor eine Stromleitung mit einem Stromzähler, also mit einem Smart Meter. Und was dann natürlich auch noch passieren kann, ist, dass wir mit der Solarstromproduktion alle elektrischen Geräte im Haus betreiben können und die Batterie komplett voll geladen haben und es scheint noch immer die Sonne. Und dann speisen wir ins Stromnetz ein. Und das funktioniert über dieselbe Stromleitung, über den eigenen Zählpunkt am Smart Meter und das nennt sich dann vom Prinzip her Überschusseinspeisung. So, woraus besteht jetzt unsere PV-Anlage? Unsere PV-Anlage besteht aus insgesamt 22 Solarmodulen, die jeweils maximal 465 Watt Leistung erzeugen können. Also das WP steht für 465 Watt Peak, also Spitzenstromproduktionsleistung, was dann nach Adam Riese eine theoretische Gesamtmaximalleistung von ungefähr 10,23 Kilowatt Peak, Gesamtmaximalleistung von 10,23 Kilowatt ergibt, also 10,23 Kilowatt Peak auf der Gleichstromseite. Der Wechselrichter als solcher, der könnte sogar noch 50% mehr Kapazität verarbeiten, das heißt also die Solaranlage wäre noch durch zusätzliche Module ausbaufähig und unser Stromspeicher hat 10,2 Kilowattstunden nominelle Kapazität, 9,2 Kilowattstunden nutzbare Kapazität, weil der nie komplett entladen wird, kann aber maximal 5 Kilowatt Entladeleistung liefern. Und auch die Ladeleistung ist technisch begrenzt und die liegt bei 5,5 Kilowatt. Dazu später noch mehr. Also merkt euch ein paar von den Werten. 465 Watt Peak, Maximalleistung eines Moduls und 5 Kilowatt Entlade und 5,5 Kilowatt Ladeleistung des Stromspeichers. So, jetzt seht ihr hier eine Übersicht aus dem Home Assistant Energy Dashboard, die schon ein bisschen interessanter wird, weil da ist nicht mehr alles blau, also nicht mehr nur alles Netzstrom, sondern da gibt es jetzt schon einiges an Solarstrom. Ich gehe dann gleich im Anschluss noch darauf ein, was die einzelnen Farben da bedeuten. Das war im September letzten Jahres. September ist natürlich für ein Haus mit Wärmepumpe ein sehr energiesparender Monat, weil man heizt noch kaum und man kühlt nicht mehr. Aber im letzten September sah die Leistung der PV-Anlage so aus, dass sie ungefähr 30 bis 40 Kilowattstunden Strom am Tag produziert hat. Davon haben wir ungefähr 40% Eigenbedarf, also Eigenverbrauch gehabt, 60% gehen ins Netz. Und letztendlich sind dann ein paar hundert Kilowattstunden eben netto
ins Netz zurückgegangen, haben also mehr ins Netz eingespeist, als wir aus dem Netz verbraucht haben. Eine Sache, die an der Stelle vielleicht interessant ist, ist das, was hier drüben steht, nämlich das sind die Werte, die in den Stromspeicher rein und aus dem Stromspeicher rausgegangen sind. Wir müssen ungefähr 10% mehr Energie in den Stromspeicher reinstecken, als wir letztendlich rauskriegen. Das ist einfach ganz normaler Energieverlust in einem Stromspeicher. Und daraus muss man jetzt natürlich gleich einmal einen Schluss ziehen. Es ist also im Allgemeinen immer deutlich intelligenter, wenn man Solarstrom produziert, dass man den im Moment der Produktion auch verbraucht. Es ist effizienter, als den in den Stromspeicher reinzustecken und dann später zu verbrauchen, weil dann hat man diesen 10%igen Verlust. Führt dann zum Beispiel auch im eigenen Verhalten zu ein paar Verhaltensänderungen. Im Sommer läuft bei uns zum Beispiel nie wieder ein Geschirrspüler über Nacht. Wenn ich das Ganze aus dem Netz ziehe, früher war das überhaupt noch so, da gab es halt einen Nachtstrom, der billiger war, ja, und deswegen hat man dann solche Dinge halt in der Nacht gemacht, ist jetzt genau umgekehrt. Läuft bei uns jetzt immer am Vormittag, weil am Vormittag ist genug Solarstrom da. Im Detail, das war der monatliche Verlauf, das hier ist der Verlauf von einem Tag. Das ist sehr, sehr typisch, das ist also ein typischer Verlauf an einem sonnigen Tag, das war in dem Fall der 16. September letzten Jahres. Man hat also in der Nacht, hat man hier minimalen Verbrauch aus der Batterie, also alles, was hier türkis ist, ist Verbrauch aus der Batterie. Dann geht einmal die Sonne auf, dann hat man hauptsächlich am Vormittag einmal, der Verbrauch in der Nacht ist deswegen minimal, weil wir halt noch nicht heizen. Im Winter schaut es anders aus, da haben wir in der Nacht dann recht ordentlich Verbrauch, aber im September haben wir da noch nicht geheizt. Morgens, also bei Sonnenaufgang ist dann die Batterie typischerweise, der Stromspeicher typischerweise 30-40% noch geladen. Am Vormittag hat man dann hauptsächlich Eigenverbrauch, das ist Wäsche waschen, Geschirrspüler, Kochen, Batterie aufladen. Das Aufladen des Stromspeichers braucht bei uns ungefähr 3 Sonnenstunden. Also wenn wirklich blauer Himmel ist, ist die Batterie in drei Stunden voll. Und am Nachmittag ist dann deutlich geringerer Eigenverbrauch, praktisch ausschließlich Einspeisung. Und abends ab 20 Uhr seht ihr dann wieder da diese türkisen Säulen. Da ist die Sonne dann schon weg, aber man hat noch Verbrauch aus der Batterie, weil das ist hauptsächlich die Warmwasseraufbereitung der Wärmepumpe, weil Menschen duschen. Was an solchen Tagen auch passieren kann, ist das hier. Da seht ihr also, wenn ihr da oben jetzt schaut, da produzieren wir gerade ungefähr 7,7 kW Strom. Die Batterie ist noch nicht voll, also die Batterie ist erst zu weniger als einem Drittel voll, aber wir erreichen den maximalen Ladestrom der Batterie hier schon, also 5,5 kW, und dementsprechend gehen da schon knapp 1,4 Kilowatt ins Netz in dem Moment. Also wir produzieren einfach mehr, als wir für das Aufladen der Batterie brauchen. Differenz geht ins Netz. Zum Vergleich dazu, so sieht ein wolkiger Tag aus. Das war ein Tag mit abwechselnd Wolken und Regen. Das war der 3. September letzten Jahres. Da waren 7 bis 8 Stunden, die wolkig sind, kriegt man auch wiederum den Stromspeicher voll. Also es braucht ein bisschen mehr als die doppelte Zeit, aber es geht sich tadellos aus, dass man über den Tag dann den Stromspeicher wieder voll kriegt. Also am Nachmittag ist er dann voll. Allerdings die rosa Säulen, das sind die, wo wir in die Batterie reinladen, und die violetten Säulen, das sind die, wo dann eingespeist wird. Und da ist man dann einfach am Nachmittag, speist man nur mehr ein bisschen was ein, aber kaum mehr was. Aber es geht sich auch an einem wolkigen Tag ganz wunderbar aus, dass die Batterie dann auch wieder voll wird und man dann auch wieder über die Nacht kommt. Gar kein Problem. Zum Vergleich dazu noch eine Übersicht über Energieverbrauch und Erzeugung dieses Jahr im März. Das finde ich deswegen ganz interessant, also das ist ganz neu. Das finde ich deswegen ganz interessant, weil man hier sieht, wie in dem Monat alles kippt. Weil man logischerweise am Beginn des Monats, erstens hat man weniger Sonne und zweitens ist es noch kälter, das heißt man heizt mehr. Das heißt, man bezieht noch relativ ordentlich Strom aus dem Netz. Am Ende des Monats ist genau umgekehrt. Es ist wärmer, es scheint mehr Sonne und man ist dann schon wieder Nettoeinspeiser. Also gegen Ende des Monats schicken wir schon wieder mehr Energie ins Netz, als wir aus dem Netz beziehen. Finde ich ganz interessant, wie man das in einem Monatsverlauf so sieht. Im März sieht man übrigens auch solche Dinge. Das ist ein Graph von meiner Gesamtstromproduktion dividiert durch die Anzahl der Module. Also das ist dann jetzt quasi Watt pro Modul. Fällt jemandem was auf? Bitte?
Genau, also die Spitzenwerte, die hier sind, die liegen jenseits der 500 Watt. Wir haben an und für sich nur 465 Watt Peak. Das liegt daran, dass die Module kalt sind. Bei PV-Modulen ist nämlich genau umgekehrt wie bei der Wärmepumpe. Die Wärmepumpe ist effizienter, je wärmer es ist. Bei PV-Modulen, also bei Solarmodulen, die werden effizienter, je kälter es ist. Und dieser Normwert von 465 Watt, der gilt für 25 Grad Celsius. Und die Effizienzsteigerung oder die Erhöhung der Energieausbeute ist ungefähr 1% pro 3 Kelvin Temperaturunterschied. Das heißt also, wenn statt 25 Grad zum Mittag 0 Grad hat und es geht vielleicht noch ein starker Wind, der die Module Luft kühlt, dann kann man da also bis zu 8% mehr Energie rausholen und dementsprechend gehen die Spitzen halt tatsächlich im März möglicherweise, März, April möglicherweise da höher rauf. So, jetzt habe ich euch schon einiges von diesem schönen Home Assistant Energy Dashboard und verschiedene Sensoren und so weiter gezeigt. Jetzt möchte ich euch aber noch ein bisschen nahebringen, wie man diese Daten und wie man das ganze Zeug denn eigentlich reinbringt und wie man diese Visualisierung, Automation und so weiter mit Home Assistant macht. Also für die, die es noch nicht kennen, Home Assistant ist eine Open Source Software Plattform für Heimautomatisierung und Energieoptimierung. Die steht unter der Apache Software License. Es ist eine Python Codebase mit vielen, 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 vielen Integrationsmodulen für alles Mögliche, was man so als an Hardware im Haus haben kann. Und ich habe euch jetzt schon einiges gezeigt über Home Assistant Energy Dashboard, was ein unglaublich wichtiges und wertvolles Werkzeug ist. Aber jetzt sage ich euch noch ein bisschen was dazu, zu den Integrationen, die wir so verwenden. Auch da fange ich jetzt wieder mit der Wärmepumpe an. Das ist bei meiner Wärmepumpe glücklicherweise relativ einfach, bei unserer Wärmepumpe relativ einfach, weil hier der Hersteller eine Schnittstelle bereitstellt über Modbus TCP. Also Modbus ist so ein Industrieprotokoll, das über verschiedene Transporte laufen kann, unter anderem über seriell, über weiß der Teufel was, über USB etc. etc. Und da gibt unter anderem auch Modbus TCP. Man muss möglicherweise dem Hersteller sehr gut zureden, dass man diese Funktionalität auch tatsächlich aktiviert bekommt, aber wenn man sie mal hat, dann ist das sehr, sehr schön, weil dann ist die Home Assistant Integration fast trivial, dafür gibt es eine fertige Integration, die heißt halt Modbus und damit kann ich alle diese Werte schön rauskriegen. Nicht nur meine aktuelle Temperatur bzw. quasi die Einstellung von meinem Thermostat oder die Vor- und Rücklauftemperatur, sondern auch so Geschichten wie, was ist die aktuelle Heizleistung der Wärmepumpe in Watt? Was total praktisch ist, weil man gleichzeitig mit einem Strommesser messen kann, wie viel Strom geht denn da rein und dementsprechend kann man sich quasi, wenn man das soweit alles hat, mehr oder weniger minutengenau die Arbeitszahl der Wärmepumpe ausrechnen. Was ziemlich cool ist eigentlich. Habe ich noch nicht. Will ich unbedingt machen. Ich habe noch ein paar andere Projekte. Ich habe unter anderem jetzt auch, muss ich einen 868 MHz Ultraschall-Wasserzähler einbinden. Wird auch noch interessant. Wir werden sehen. Aber wie gesagt, also Wärmepumpe einbinden war in Home Assistant relativ simpel, relativ einfach. Bei der Einbindung des Wechselrichters war es ein bisschen komplexer. Hiermit habe ich angefangen. Also, wir haben einen Grovat-Wechselrichter. Da gab es eine Integration namens Grovat Server, die hat mir geliefert alle möglichen Daten zu meinem Wechselrichter, zu meinem Stromspeicher über 30 Einzelwerte und der greift dann ein Cloud-basiertes Service von meinem Wechselrichterhersteller über ein Web-API ab. Und es war nicht ganz so toll, weil das API war immer mal wieder instabil oder über Stunden und Tage auch unerreichbar und so. Und es war auch irgendwie ein bisschen doof, weil ich habe da meinen Wechselrichter im Keller und von dort gehen dann Daten zum Server irgendwo auf der Welt und von dort werden sie dann wieder abgegriffen von meinem Home Assistant, das auf meinem Raspberry Pi läuft, der 10 Meter von dem Wechselrichter wegsteht. Das ist irgendwie blöd. Ja, das wollte ich so nicht haben. Da wollte ich dann noch eine Alternative und Alternativen gibt es dafür glücklicherweise mehrere. Das Ganze dreht sich um dieses Ding. Das ist dieser kleine Datenlogger. Den steckt man unten an den Wechselrichter dran. Und der hat dann eben eine Wi-Fi-Verbindung und damit lädt er das in das Cloud-API hoch. In dem Ding ist aber ein ESP32 drin. Und es gibt schlaue Menschen, die dafür alternative Firmware gebaut haben, die man auf das Ding drauf flashen kann. Ja? Also es gibt so eine Open Source Aftermarket Firmware für diesen Datenlogger und was der macht, den mache ich da drauf und der sammelt diese ganzen Daten zusammen und schickt die einfach an einen MQTT-Broker der Wahl und von dort wiederum kann man sie mit Home Assistant abgreifen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Eine andere Möglichkeit ist,
diesen Wi-Fi-Stick, den man kann den komplett neu flashen, man kann ihn aber auch einfach einen Factory Reset machen und dem dann einen anderen Zielserver geben, mit dem er redet. Und dieser Zielserver, der kann in meinem lokalen Netzwerk stehen. Und dafür gibt es ein schönes Projekt mit dem Namen Grot. Ja? Und Grot ist ein Ding, da hat jemand mehr oder weniger dieses Grovat Server API reverse engineert. Und hat dann einen kleinen Proxy gebaut, wo ich diesen Datenlogger halt hinschicken kann. Und der schickt dann wahlweise die Daten direkt wiederum rauf zu dem Cloud-Service und an einen MQTT-Broker. Oder nur an den MQTT-Broker. Und den kann man dann wieder recht schön mit einer Home Assistant-Integration namens Home Assistant Grot abgreifen. Und so mache ich das jetzt. Also auf dem Raspberry Pi, wo der Podman-Container mit Home Assistant draufläuft, laufen noch zwei andere Container, nämlich einerseits Grot und andererseits ein Mosquito-Broker, also ein MQTT-Broker, und damit funktioniert das ganz wunderbar. Im Augenblick fahre ich das noch in diesem Split-Modus, das heißt also, es gehen die Daten sowohl zu Home Assistant als auch in das Cloud-Service. Irgendwann werde ich den Cloud-Upload wohl ausschalten, weil ich brauche ihn dann irgendwie nimmer. Der ist nimmer sonderlich sinnvoll. Was verwenden wir dann noch an Integration? Es gibt ein unglaublich praktisches Teil, das nennt sich Forecast Solar. Das sagt mir nämlich, wie viel Strom ich wahrscheinlich produzieren werde. Es funktioniert so, das ist auch ein Online-Service. Da sage ich, wo steht mein Haus? Wie viele Solarmodule habe ich? Was haben die für eine Maximalproduktionsleistung? In welche Himmelsrichtung schauen die und auf welcher Dachneigung sind die drauf? Also mit welcher Neigung gegenüber der Horizontalen sind die montiert? Und das zieht dann in Betracht diese Daten, den aktuellen Sonnenstand und die aktuelle Wettervorhersage. Und sagt mir dann, du wirst heute, und da kriege ich so einen schönen Graph auch wieder über Stunden, du wirst heute im Tagesverlauf so und so viel Strom produzieren. Und das kann man dann auch, das kann man auch in die Visualisierung einbauen, das kann man auch für Automation verwenden und so weiter. Unglaublich praktisches Ding. Ja, dann muss ich meine Shelly-Hardware, also meine Smart Plugs, die möchte ich auch integrieren in Home Assistant. Das geht auch wunderbar, dafür gibt es eine voll supportete Integration dafür. Liefert mir einerseits Verbrauchsdaten einzelner Geräte ans Energy Dashboard, liefert mir diese schönen Sensorengrafen, die ich euch gezeigt habe, ist außerdem für Automation als Schalter ansteuerbar, dazu später gleich noch ein bisschen mehr. Und eine Sache, die unglaublich praktisch ist, die Home Assistant Integration kümmert sich um die Firmware-Updates für das Ding. Das heißt, wenn ich also 20 von den Dingern irgendwo in meinem Haus verbaut habe oder auch irgendwelche anderen Shelly-Teile, die irgendwo unter Putz stehen und es gibt eine neue Firmware für die Dinger, kriege ich einfach eine Notification in Home Assistant und sagt, hier ist eine neue Firmware für deine Geräte, möchtest du sie ausrollen? Ich sage ja und nach 5 Minuten ist das Ganze auf 20 Geräte ausgerollt. Großartig, ganz wunderbar. Noch eine Integration, die man hier einsetzt, ist die besagte WNSM-Integration, also die Wiener Netze Smart Meter Integration. Das macht jemand aus Wien, liefert einerseits Verbrauchsdaten ins Energy Dashboard und ist auch insofern ganz praktisch, als es mir dienen kann als ein Vergleichswert zu den Mengen, die der Wechselrichter meldet. Also der Wechselrichter sagt mir, wir ziehen gerade so und so viel Strom aus dem Netz, wir speisen gerade so und so viel Strom aus dem Netz ein und das kann ich mit diesem Wert dann vergleichen. Und wenn es dann irgendwelche großartigen Abweichungen gibt, dann könnte man beim Energieversorger möglicherweise irgendwie meckern. Ich weiß nicht, ob es einem was bringt, aber man hat zumindest einen ungefähren Überblick dafür, ob es da irgendwo ein Plus-Minus gibt. Und alle diese Dinge kann man jetzt in Home Assistant ganz wunderbar zusammenziehen und dann in Automation einbauen. Zum Beispiel so Dinge wie, ich hätte gerne, dass der Geschirrspüler und die Waschmaschine dann zu laufen beginnen, wenn wir ausreichend Solarstrom produzieren, nämlich 2300 Watt ungefähr, aber bitte nicht gleichzeitig, weil ich weiß ja, ich habe mir herausgemessen, ich habe so diesen Spitzenverlauf. Die beiden Geräte brauchen ungefähr 2100, 2300 Watt, aber nur jeweils für 10 Minuten. Das heißt, ich brauche es nur so weit automatisieren, dass das Ganze um 10, 15 Minuten versetzt ist und dann kann ich schon wieder sicherstellen, dass ich zu diesem Zeitpunkt mir meine Stromproduktion nicht sozusagen überbelaste und noch irgendwo Zeug aus dem Netz ziehe oder Zeug aus der Batterie ziehe, was ich möglicherweise nicht
möchte. Also man kann diese beiden Geräte einfach automatisiert gestaffelt einschalten, sobald diese PV-Produktionsleistung erreicht ist. Ich habe mir an dieser Stelle überlegt, ich zeige euch ein bisschen YAML. Habe ich dann aber nicht gemacht. Also ihr habt es jetzt hier so, also quasi NAML. Ja, also so schaut das Ding dann einfach aus in dem entsprechenden Home Assistant UI. Also für solche Automationsskripte kann man dann festlegen, einen Trigger, einen Auslöser, zum Beispiel, wenn die tatsächliche Stromproduktion, ich unterscheide immer Actual Power Production, das ist die tatsächliche Stromproduktion, die ich vom Wechselrichter kenne, und Estimated Power Production, das ist das, was man von Forecast Solar kommt. Also wenn die aktuelle tatsächliche Stromproduktion über 2,3 Kilowatt ist und zum Beispiel die Waschmaschine ausgeschalten ist, dann warte noch einen zufälligen Zeitraum zwischen 1 und 15 Minuten ab und dann schalt sie ein. Ja, das kann man natürlich auf die Spitze treiben. Man kann sagen, ja, wir können noch weniger produzieren, aber wenn so und so viel in der Batterie ist, dann kein Problem. Ausgenommen, es sind jetzt mehr als 2 oder 3 Geräte, weil dann würden wir über die 5 kW maximale Entladeleistung kommen und würden wieder aus dem Netz ziehen. Man kann alles Mögliche da dann tun. So, und an dieser Stelle mache ich jetzt mal einen Schnitt, weil ich möchte ein bisschen Zeit haben für Fragen. Ich sage euch zwischenzeitlich noch das hier. Das ist der QR-Code für Kommentare. Das ist nämlich Feedback. Das ist das Konferenzfeedback. Da freue ich mich auch immer sehr drüber, wenn ihr da tatsächlich was liefert und was zurückmeldet. Kommt natürlich alles von Pre-Talks. Pre-Talks ist großartig. Ich liebe jede Konferenz, die Pre-Talks einsetzt. Ganz super. Also bitte, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Feedback habt, dann bitte gerne hier. Und jetzt haben wir noch ungefähr 3 Minuten Zeit für Fragen. Bitte. Wir haben einen Smart Meter zu Hause mit einem RJ11-Stecker drauf. Damit schon Erfahrungen gemacht? Also direkt am Smart Meter? Ja, also wie gesagt, das ist dieses andere Modul. Es ist auch der E450 oder ein anderer? Also jedenfalls, schau dir an das Slimmy-Laser-Projekt. Slimmy-Laser. Ein finniger Mensch in den Niederlanden hat sich dafür eine fertige Hardware-Lösung überlegt, mit entsprechenden 3D-Prints und weiß der Teufel, du kannst es auch komplett fertig bestellen, anstecken, wahrscheinlich schon gut. Nur weil auf der Hardware drauf ist, heißt nicht, dass er da ist. Und dass er eingeschaltet ist und dass man das richtige Passwort hat. Ja, natürlich. Also die Kundenschnittstelle musst du dann auch aktivieren bei deinem Netzbetreiber und so weiter und so weiter. Ja, aber hardwaremäßig, wie gesagt, mit der RJ11, RJ12-Schnittstelle geht das grundsätzlich ganz gut und es gibt eine fertige Hardwarelösung dafür, heißt Slimmer Laser, mittlerweile Slimmer Laser Plus. Und das sollte man da einsetzen können. Die bei 1 Stille ist ja, die wir machen sollten. Bitte? Geh mal auf die nächste Frage weiter. Komm nachher zu mir, bitte. Ich glaube, ganz kurze Fragen. Die Waschmaschine, wie kann man die einschalten, wenn man nur den Strom schaltet, da ist er noch nicht programmiert? Das kommt drauf an. Also entweder du hast eine Waschmaschine, die ohnehin schon irgendwie IoT und WLAN-tauglich ist und dann kannst du es halt so einschalten. Was aber normalerweise sowohl bei einer Waschmaschine als auch beim Geschirrspüler funktioniert, ist Ding einschalten, über den Smart Plug ausschalten und in dem Moment, wo der Strom wiederkommt, läuft das Ding dann halt weiter. Okay. Und die Wärmepumpe? Warte, wir haben ein paar andere Fragen noch. Ich würde es gerne aufteilen, wenn es geht. Hallo, also ich habe zu Hause ein Luxon-System. Ja. So, was mache ich jetzt? Nutze ich jetzt zusätzlich Home Assistant, um diese Sachen zu automatisieren? Oder gibt es deines Wissens auch für Luxon hier schon Möglichkeiten, das? Da habe ich keine, weder eine Antwort noch eine Empfehlung für dich. Tut mir leid. Okay. Ja, keine Frage, aber eine kurze Anmerkung. Es ist sehr wenig Zeit zum Diskutieren. Am 27.04. gibt es eine Energiewende-Barcamp in Graz zum Diskutieren. Okay, danke. Super, danke. Servus, wie schaut es da aus? Wie lange hältst du die Daten vor in deinem Home Assistant? Weil am Raspberry Pi mit der SD-Karten überlebt es die Zeit oder die Jahre? Gerade dieses Long-Term-History-Zeug hat es in den letzten 3 oder 4 Home Assistant-Releases ganz interessante, gute Änderungen gegeben. Das ist jetzt deutlich effizienter, aber ich ziehe es mir dann noch separat mit Backups raus. Auf ein separates Device, was aus Home Assistant wiederum sehr, sehr einfach ist.
Ich hätte zwei Fragen zu den Jellies. Das erste war, du hast gesagt, bis 2300 Watt gehen sie. Jetzt war der Geschirrspüler da schon ziemlich hart an der Kante. Was passiert, wenn das Ding versucht, mehr zu ziehen? Also sie gehen tatsächlich bis 2,5, weil also es sind 10 Ampere und bis 250 Volt. Okay. Und tatsächlich? Okay, ja. Der Jelly oder das Gerät? Dieses Gerät. Okay. Okay. Und die zweite Frage wäre, wie viel Energie brauchen die Jellies eigentlich und kann man das irgendwie messen? Habe ich keine Antwort dazu, tut mir leid. So, ich habe gerade eben da das Ende-Schild gekriegt. Ihr könnt gleich im Anschluss zu mir kommen, beziehungsweise mit mir rübergehen in den Hörsaal I2 zum Talk von Michael Prokop. Vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön für eure Zeit. Einen schönen restlichen Nachmittag. Danke.